That's cool. Und damit herzlich willkommen zurück zu Genshin Impact. Diesmal wieder mit mir. Ja, das ganze Publikum. Wow. Nicht so lange aufhalten hier. Ach ja, was wollte ich doch mal sagen? Ich habe doch mal nachgeschaut. In der letzten Folge habe ich mich ja gefragt, welche war die Gottheit, für die Lilo dieses Outfit anhat, beziehungsweise wie sie getanzt hat in Subaru auf der Bühne. Quatsch. Vorwurf für Questgeber. Ich hoffe, diese Folge wird jetzt wieder nicht so langweilig. Es wird nämlich ganz schön, immer noch ganz schön warm hier drin. Nämlich war es wie 28 Grad und 40% Luftfeuchtigkeit, leitet den Wecker hier. Eigentlich sollte es eher so um die 50 sein und eher idealerweise um die 20, aber... Wir haben August, also den Monat, wo es immer heißt... Moment. Wo es immer heißt, ah, es ist so warm, oh, kann es nicht wieder kühler werden oder Winter. Und wenn es dann Winter wird, heißt dann, oh, warum kannst du nicht wieder... Nee, nicht dahin wollte ich, wollte sagen, und das stimme. Dann heißt es wieder, oh, warum kannst du nicht wieder warm werden? Ja, Hochsommer halt. Ich habe es hier nicht hier gelesen, nicht über wie sie das göttliche Auge gehalten hat. Da wird zwar auch die Göttin erwähnt, aber es ist dann die Göttin der Schönheit. Was ich aber meine, ist eher hier Patisara, so wie sie den Hamster, den sie belebt hat, kann man so sagen. Oder schaffen? Naja, wo er belebt. Kann man in dem Fall wohl sagen, sie hat ja das Papier nicht hergestellt, nicht wahr? Aus der geschaffen, gemacht wurde. Also eher Patisara, wie die Blume. When the goddess of flowers danced, real Patisaras would bloom underneath her feet. That sounds like such a beautiful scene. I'd love to see it. Genau, die Blumengöttin, die war es gewesen, weswegen sie dieses Outfit mit den Hörnern trägt. Jetzt ja nicht mehr. Ich hoffe übrigens, dass, ich sehe auch von derselben Firma, dass, ich mache ja schon, dass Hoyo sich inspirieren lässt von sich selbst. Im Fall von Honkai Starry, wo ja Marsh 7 jetzt ein ganz neuer Charakter ist mit einem ganz anderen Element. Vorher war sie ja Eis mit einem Bogen und jetzt ist sie physisch mit einem Schwert. Ist sie jetzt geschockt? Ich meine, das hättest du doch schon vom Weiten hier. Das hat man doch schon vom Weiten das Eis hier gesehen. Forest, please heed my words and accept my blessings. Ach so, sie hat sich nur vorbereitet, okay. May your spring of wondrous magic never run dry. And may all who call you their home lead happy, fulfilling lives. Sie kann das wirklich gut, was? Fairy Nilu is amazing. Wow. It's so pretty. What a beautiful cavern. It matches the scenery of the forest perfectly. I was so surprised when it suddenly opened up like that. Just like a pop-up book. I remember now. I remember everything. It was me. I was the one who went to the top of Constellation Metropole and witnessed the goddess's prophecy. The hero who shall save this world will descend upon the cliff of prophecy. The hero, supported by their companions, shall restore peace to this world. So the prophecy really did have all the answers. You just forgot the first half. That's why I was waiting near the cliff of prophecy. Wonderful. Simply wonderful. There's still some hope left for old Armand after all. Is the cliff of prophecy that place with the huge mural? Because that is where we woke up, but we don't remember anything about how we got there. Also, we didn't get a change of clothes like Nilu. Are we definitely the heroes? If not you, then who else? You've already helped the fairy revitalize our forest. To us, that makes you
heroes, prophesized or not. All right. Either way, we're going to keep adventuring, even if it's just to figure out how we can get back to our world. Open? Begriff haben wir ja schon lange nicht mehr gehört. Yep, that's exactly right. Helping people we meet on the road is kind of our thing. As expected, the words of the goddess of prophecy always come true. I'll come with you. It can't hurt to have a magical fairy tag along, right? Heroes and fairies, dragons and new adventures. This is sounding more and more like a fairy tale by the second. I would say your next stop should be Constellation Metropole. It's Simulanka's most prosperous city, just across the sea. Once you've arrived at the Astral Garden at the highest point in the city, maybe you can try seeking divine counsel from the Goddess of Prophecy herself. Are you leaving, Fairy Nilu? I'm afraid so. There are still other people who need my help. I won't go far, though, and I'll come back to visit the minute I have time to spare. So be a good girl, Potisara, and help out Grandpa Allman whenever you can, all right? Mm-hmm. Got it. Potisara will wait here for you. That's a good girl, Potisara. I almost forgot. If Constellation Metropole is where you're heading, you'll need to take the Maritime Express. I'll head to the station first thing tomorrow morning and wake up that lazy station master for you. Why don't you take a break for the rest of the day? You should savor the beautiful scenery of the forest before you go. Sounds great! Paimon definitely feels tired after being on the go for so long. There's a spot in the tavern with Paimon's name on it! Oh, sounds like someone's ready to order. Oh, well, if you're offering, Paimon will take a glass of Buell fruit tonic. But hold the tonic. Unsere Geschichte beginnt. Entschuldigung, ich muss mir ja gerade so an den Kopf greifen, weil hier Paimon ist. Wohl, naja, es wäre eigentlich gar nicht so schlimm, wenn wir genau wie Nilu auch ein neues Outfit bekommen würden, aber das gibt's ja anscheinend nur für andere Leute, nicht wahr? Und das auch nur gegen, naja, Geld. Wie lange hält das noch? 22 Tage? Na okay, zurück. Ich hätte jetzt gedacht, ich habe mich zuletzt verlesen, Stunden gelesen, letztes Mal. Dann läuft mein Mondsegen eigentlich noch. Oh, ist ja quasi die, wie sagt man, die Gebühr. Wie viel kostet eigentlich nochmal World of Warcraft? Das ist immer noch 12,99 € oder so in den Dreh. Ja, ist ja quasi ja die freiwillige Abgabe für das Spiel. Ist ja schließlich auch quasi, ein MMORPG. Genau. Die Look ist natürlich immer der teuerste. Ah, mit seinem schicken Anzug. Oh ja, Oh ja. Anzug, darf man sich das auch mal anschauen, damit man dann weiß. Oh, eine andere Animation? Nee, Animation. Willst du den Ritterorden beitreten? Beitreten? Nö. Ja, 1680. Naja. Man weiß, vielleicht kriegen ja unsere. Vielleicht kriegen unsere Hauptfiguren ja euch auch mal auch die Möglichkeit, sich mal was anderes anzuziehen. Ich habe mich auch schon gewundert, wie die. Warte, am nächsten Morgen Vormittag bis 8 bis 12. Ach was, ist der Tag schon wieder vorbei? Es ist doch gerade erst Abend gewesen. Fairy Nilu, can you teach Potisara how to dance? Oh, of course. How about we start up with the most basic steps? Okay. What about you, Grandpa Almond? Would you like to join? This old nutcracker? I'm not quite as limber as I used to be. Come on, Grandpa Almond. Join us. All right, all right. Grandpa can't say no to you, can he? War das jetzt der geheime Dialog? Ich glaube schon. Huh. Hat der Teacher mal was durch Zufall mal was Richtiges gemacht, ne? Oder beziehungsweise mal beobachtet? Weil ich wette, wenn ich jetzt auf 8 bis 12 Uhr gestellt hätte, wären die jetzt wahrscheinlich weg gewesen, oder? Ja, und ich habe mich schon gewundert, wie das halt so aussah, als die, die Taverne noch. Kann man da eigentlich reingehen? Nee, ne? Ach nee, das ist schon die ganze Taverne, okay. Ich dachte, wäre, wenn man es halt eine Taverne sich vorstellt in einem Fantasy-Spiel, dass man da halt reingehen kann und so weiter.
Und ich hätte mir eigentlich schon denken können, dass das ein Buch darstellen sollte. Dieser komische Haufen, grauer Haufen, den wir da vorher hatten. So, dann stellen wir mal die Uhr mal vor. Ich denke mal, ich meine, okay, wir haben ja nur Lilo getroffen und die Papiertiere bisher. Also denke ich mir jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch irgendwas, irgendeinen geheimen Dialog verpassen könnten. 8 bis 12. Na, na, triff ich diesmal? Na. Oh, ach komm, egal. Die eine Minute wird eh abgezogen, wenn man aus dem Menü rausgeht. Tak, 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 tak. Und Eva steht jetzt da wie der Terminator und wartet. Morning. Guess everything that happened yesterday wasn't just a dream then. Ah, da sieht man's ja. Sie sind jetzt weg. It's time for our next fairy tale adventure. We should head to the station Grandpa Almond told us about. Ja, natürlich. Wir müssen natürlich warten, weil Deutsche Bahn, die braucht ein bisschen, hat immer ein bisschen Zeit. Obwohl in dem Fall ist das eher die Bahn von Simulanka. Ich muss mal kurz mal nachschauen. Was ist denn da? Oh, sich da wieder. Ja, ich weiß, meine Kanne ist sehr gut ausgebaut. Ich packe da einfach meist einfach nur die fertigen Sets hin, um die Punkte einzusammeln. Ja, wenn ihr eine. Wenn ihr eine Kanne sehen wollt, die ausgestattet ist oder aufgebaut ist, wie es auch in der echten Welt, so richtig so Level-Liter-mäßig, dann müsst ihr zu Eike gehen. Obwohl, da habe ich ja letztens, das ist auch schon wieder eine Zeit her. Oh, ich kann ja auch teleportieren, habe ein paar Meter gespart. Haben wir eine Aufnahme gemacht? Das nächste Lotusblatt. Papierfrösche leben in Regensangsteich und sind geschickte Springer. Drücke die Interaktionstaste, um den Zauberfaden auf ihren Rücken zu ziehen. Bewege ich dann, um ihre Sprungrichtung und Weite zu ändern. Wenn du an den Zauberfäden ziehst, drücke die Angriffstaste, damit der Papierfrosch herausspringt. Wenn die Ziehweite die Grenze des Zauberfadens überschreitet, springt der Papierfrosch automatisch heraus. Dann ziehen wir mal. Ah, wie bei den Papier. Wie heißt es? Das Papierlama. Muss ich dem Frosch jetzt helfen zu springen? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Quark. Du redest. Nein, du machst Quark. Den ganzen Tag. Das ist zu weit. Komm, lass dir helfen. Will ich Blätter zu bewegen? Ah. Nett. Jetzt ist mal ein kurzer Sprung. Ah, das geht auch. Gut. Und weiter? Ach so, jetzt kommt ein Weitersprung. Okay, verstehe. Ups, das war ein bisschen zu knapp. So. Bisschen mehr in die Mitte. Das passt nicht. Kann man vielleicht die Wassersäule einzustellen? Was damit zu tun? Ja, dann bewegen sich aber nur die Lotusblätter da unten. Moment, wollt ihr jetzt das rückversetzt? Och nein! Oh, verdammt. Je weiter man sich wegbewegt, desto. Ich Idiot. Stimmt, ich hätte den Frosch. Okay, jetzt machen wir erstmal schnell hier. Ich hätte den Frosch dazu sagen sollen, dass er das Blatt wieder zurückschubt. Okay, ein Stück weiter hier. Springen. Achso, da wird ja sogar noch angezeigt und sogar weiß, dass man springen muss. Also, das ist ja super easy. Naja, nicht ganz. Oh. Achso, muss sie wieder zurückgeschoben werden. Ach, ich Idiot. Es ist die Hitze. Oder die typische Let's Player Schusseligkeitskrankheit, dass man ungefähr gefühlt 50% schlechter spielt. Mindestens. Und jetzt schiebt man es vor. Dann ein Stück weiter. Das war ein bisschen zu knapp. Okay, zu weit. Glück muss man nicht auf den Pixel genau das Blatt treffen. Und Mr. Quack. Wie heißt die Kiste nochmal? Hübsche Truhe, genau. Die normale Holztruhe ist ja nur eine normale Truhe. I'll keep this close. Upsi. Was ist denn da passiert? Ich glaube, ich habe wohl ein bisschen so viele Sachen eingesammelt. Hoffe, ich sieht niemand falsch dieses Video jetzt gerade.
Ja, sollte ich mal ein paar Gegenstände auflösen, beziehungsweise... ja. Ja, mal sehen. Was haben wir denn da unten noch? Sollte man mal was auflösen, beziehungsweise umwandeln an der Alchemiestation. Naja, wer braucht noch mal... Wer braucht neues... wie heißt es? Wer braucht noch neues Material? Ich glaube, Zhongli braucht ein besseres... Braucht noch bessere... Besseres Medifizen-Set. Genau, das kann man ja... Das ist ja ein altes Set, das kann man ja an der Station herstellen, wenn man das genug Geld hat. Oh, jetzt sind wir schon wieder rüber, über 15 Minuten. Verdammt, ich wollte doch eigentlich... wollte doch eigentlich noch da hinkommen. Ah, verdammt. Was ist das hier? Ach, das muss man... Ach, das ist ja blau, oder? Ach nee, das ist eine blau. Habe ich eine... Habe ich was in den Augen? Eins von diesen Wirbeln, mit dem man die die Distanz überbrücken kann. Ach, ich merke langsam, ich rede hier, ich bin ein bisschen so ein bisschen. Na, werfen wir mal einen Blick auf die neue, auf die Stadt von. Ist sie auf der Karte schon offen? Nein. Wenn die Zeit kommt, werde ich tanzen und die Schienen unter den Füßen meines Volkes zurück zu den Sternen im Himmel führen. Dann geht es auf nach. Wie heißt die Stadt nochmal? Oh, verdammt. Ah, das kommt mir auch sehr bekannt vor, oder? Naja, schauen wir mal, ob dann später... ist ja noch ein bisschen hin, ein paar Wochen noch, aber... wie dann auch Natlan aussieht, ne? Da gibt es ja momentan ja wieder so Kontroverse. Kleine Kontroverse, in Anführungszeichen auf Twitter. Leute meinen, die Charaktere, die neuen, die wären nicht dunkelhäutig genug, weil es ist ja eine Wüstenwelt. Wo ich dann wieder nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es ist ein fiktives Spiel. Und was ist hier mit Cultural Aberration, weil die ja so einen Tanz... einen Tanz machen, den es auch in echt gibt... in den Trailer. Ich weiß nicht, also ein bisschen weit hergeholt, finde ich meiner Meinung nach, aber gut. Da können wir ja vielleicht in die Kommentare noch drüber reden. Aber vorher machen wir erstmal Schluss, weil ich merke gerade, es wird ganz schön wieder ganz schön warm hier. Das geht auf den Kopf. Ja, gut, bei 28 Grad und 39% Luftfeuchtigkeit, kein Wunder. Also Leute, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Und dann, spannende Bahnfahrt. Ist ja schon da vorne. Ah, kann man das erkennen? Ja, ach, da müssen wir ja auch noch ein Stück gehen. Bevor wir dann in die Hauptstadt kommen. Sehr, ob wir dann die Göttin da treffen. Also Leute, dann bis zum nächsten Mal. Ich meine natürlich die nächste Folge. Also, und dann wieder ein Papierflieger. Den kann man ja auch einsammeln. Aber nicht mehr jetzt in der Aufnahme. Das dauert jetzt zu lange. Also Leute, bis dann. Ciao.